Hey Leute, es ist wieder Freitag und damit Zeit für eine weitere Folge Star Wars Talk. Heute werden wir uns mit einem Jedi, der vielen von euch bekannt sein sollte, oder den meisten, und zwar Mace Windu beschäftigen. Ja, wir werden dabei allerdings weniger auf sein Leben eingehen, sondern mehr auf seinen Charakter und so weiter, weil das würde sonst wirklich den Rahmen sprengen, weil der bei sämtlichen Missionen irgendwie mitgewirkt hat und ja, viel zu viel. Also erstmal grundsätzlich, Mace Windu ist ein Mensch, allerdings stammt er aus einem etwas unbekannterem Volk im Star Wars Universum, und zwar ist er ein sogenannter Koronai. Das ist eine menschliche Rasse oder ein menschliches Volk, was auf einem abgesonderten, also auf einem abgeschiedenen Planeten lebt. Alle haben die Eigenschaft, dass sie einmal natürlich durch das Wetter eine entsprechend dunkle Hautfarbe haben. Und alle sind machtsensitiv. Und daher kommt es natürlich auch, dass Mace Windu zum Jedi geboren war, sozusagen. Also man vermutet, dass die Koronai irgendwann, also dass die Vorfahren der Koronai irgendwann irgendwelche verunglückten Jedi oder so waren. Weitere Daten zu ihm. Er hat theoretisch schwarze Haare, braune Augen, ist 1,88 Meter groß. Besonders auffällig ist, dass er ein lilanes Lichtschwert trägt. Dazu werden wir auch noch weiter eingehen. Lebte von 72 vor der Schlacht von Yavin bis 19 vor der Schlacht von Yavin. Ist auf Coruscant gestorben, wie man in Episode 3 gesehen haben sollte. Sein Meister war Yoda. Und selber hat er 3 Padawane ausgebildet. So viel dazu, und man sollte ja wissen, dass er ein Mitglied des Rates der Jedi in der Zeit der Klonkrieger, also in der Alten Republik, war. Alte Republik ist immer so eine Sache, weil man kennt einmal Alte Republik als Begriff für die Republik in The Old Republic, aber die Republik zur Zeit der Klonkriege wird halt auch Alte Republik genannt, weil es später halt noch die Neue Republik unter Luke Skywalker und Leia und so weiter gibt. Ne? Deswegen, Alte Republik ist so ein bisschen zwiespaltig, der Begriff. Gut, jedenfalls, weiterhin, war er halt Jedi Meister und Mitglied des Rates, und somit der beste Schwertkämpfer, den es unter den Jedi gab, unter anderem, weil er einen Lichtschwertstil beherrschte, den so ziemlich kein anderer Jedi beherrscht hat, und zwar der sogenannte Stil Vapert, ist glaube ich die Formulierung. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass der Anwender sehr aggressiv vorgeht, also untypisch für die Jedi, was den Anwender sehr nah an die dunkle Seite geraten lässt, und das können halt die meisten Jedi nicht kontrollieren, aber da Mace Windu sehr stark in der Macht ist, kann er das gut kontrollieren. Wie es zu seinem Tod gekommen ist, wisst ihr ja eigentlich. Das muss ich niemandem erzählen. Das ist Bestandteil des Filmes, und wer diesen Film nicht gesehen hat, guckt sich dieses Video wahrscheinlich eh nicht an. Na gut, jedenfalls, was man dazu noch sagen sollte, weil man ja so persönlichkeitsmäßig von Mace Windu nicht wirklich viel mitbekommt, weil er immer recht wenig redet. Das ist schon mal so der erste Punkt. Mace Windu war kein Freund von langen Dialogen. Sehr ruhig und nachdenklich, aber halt nicht so, dass er auch viel redet. Er hat sich viele Gedanken darüber gemacht, ob es überhaupt Sinn macht, was die Jedi tun, warum sie jetzt als Generäle funktionieren sollen, und eigentlich war er immer eher der Ansicht, dass die Jedi als Hüter des Friedens agieren sollen und nicht als Kriegsgeneräle oder ähnliches. Allerdings hat er dann seinen Selbstzweifel darüber versiegen lassen, indem er sich zurückerinnert hat an Geschichten vom großen Hyperraumkrieg oder den Sith-Kriegen oder den Mandalorianischen Kriegen, wo auch damals schon die Jedi eine militärische Macht darstellen mussten. Und das hat ihm so ein bisschen Rückhalt gegeben, weil er sich halt wirklich unsicher war, ob das überhaupt alles so ist, wie es sein soll, oder ob die Jedi da ihre Macht missbrauchen. Jedenfalls, wie ich ja vorhin schon sagte, kommen wir nochmal zum Thema seines Lichtschwertes zurück. Und zwar halt, dass er
ein außergewöhnliches Lichtschwert trägt. Erstmal von der Verzierung her mit goldenen Verzierungen und so weiter, untypisch für Jedi. Und gleichzeitig halt eine lilane Klinge, was auch nicht wirklich häufig vorkommt. Dazu muss man nämlich sagen, dass Mace Windu sehr, also untypisch für Jedi, sehr viele Lichtschwerter gebaut hat und sozusagen je nach Lebenslage und was er durchgemacht hat, hat er auch immer ein neues Lichtschwert an seine Person angepasst und neu entworfen. Und er hatte halt nicht nur eins, sein erstes, was er damals halt als Padawan angefertigt hat, war halt auch so ein ganz stinknormales mit blauer Klinge. Und dann hat er halt auch zum Beispiel mit Kämpfen mit anderen irgendwie da Lichtschwerter geschenkt bekommen oder so weiter, oder hat halt selber, wie ich eben schon sagte, welche gebaut. Das zeichnet ihn sehr speziell aus und man weiß auch nicht, wie viele genau er sich selber gebaut hat, aber auf jeden Fall eine Menge. So, und jetzt um nochmal auf was zurückzukommen, wovon wir schon sprachen, und zwar dem Kampfstil. Die hat er nämlich zusammen mit einem anderen Jedi, und zwar Sora Bulk, entworfen. Und dabei sind sie halt sehr nah an die dunkle Seite gekommen. Und ja, wie ich eben schon erzählt habe, auf jeden Fall, die hat er mit einem anderen Jedi mit selber entwickelt, weil, ja, aus gegebenen Anlässen, weil die anderen halt gar nicht in der Lage waren. Aber durch seine große Selbstbeherrschung hat er das auch hingekriegt. Ja. Das ist unter anderem, das kann man nur kurz als Referenz nehmen, auch ein Grund, warum er es in Episode 3 überhaupt gegen Palpatine so lange ausgehalten hat, wenn Anakin ihn nicht rausgebracht hätte. Denn die anderen drei Jedi, die mit bei Palpatine anmarschiert sind, um ihn festzunehmen, die ja recht schnell getötet wurden, haben halt alle konventionelle Kampftechniken genommen und die sind halt gegen die aggressive Kampftechnik der Sith nicht ebenbürtig, und demnach wurden die recht schnell niedergestreckt. Zusätzlich beherrschte Mace Windu auch noch eine relativ einzigartige Machttechnik mit dem Namen Bruchpunkt. Und mit der Taktik Bruchpunkt konnte er bei Personen oder auch Gegenständen Bruchpunkte feststellen, also Schwachstellen, und diese ausnutzen durch die Macht. Also zum Beispiel konnte er dadurch extrem harte Gegenstände trotzdem zerstören, wenn er Schwachpunkte entdeckt hat. Oder halt, wenn jemand eine Lücke in seiner Verteidigung hatte, hat er das durch die Macht erkannt. Eine extrem praktische Fähigkeit, die auch nochmal unterstreicht, warum er als der beste Jedi-Schwertkämpfer zu der Zeit gehandhabt wird. So genannt wird. Ja, Wörter. Gut, meine Lieben, das war es aber auch schon, was ich euch zu Mace Windu erzählen möchte, denn bezüglich Ereignissen, was er so durchgemacht hat, das will ich alles gar nicht aufdröseln, weil das ist so viel, darauf könnt ihr euch auch schon einstellen, wenn ich über größere Persönlichkeiten mit mehr Quellen rede, dass ich da auch mehr das so mache wie jetzt und weniger auf die Ereignisse, weil das ist so viel, dann würden wir jetzt hier noch eine halbe Stunde sitzen. Ich persönlich habe da keine Lust zu, weil das auch langweilig wäre, weil ja, ich könnte jetzt jeden Comic erzählen, aber ich kann euch sagen, wenn euch der Charakter Mace Windu gefällt, dann lest euch Comics durch, lest euch Bücher durch, in denen er vorkommt. Das kann man natürlich alles googeln, wo er vorkommt. Ne? Gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, das war's vom heutigen Star Wars Talk. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst es mich wissen. Wenn ihr eigene Ideen oder Vorschläge habt, was man im Star Wars Talk behandeln könnte, dann schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Star Wars Talk. Bis dann!